wir vom Snow Plaza sind heute live im Skizirkus Saalbach hinter Klemm-Leogang Fieberpont unterwegs. Ich bin Marlene, hinter der Kamera ist der Felix mit dabei. Servus! Und man sieht es schon, wir befinden uns im Winterwunderland. Gestern Nacht hat es noch geschneit, heute strahlender Sonnenschein. Die Bäume sind noch leicht angezuckert vom Neuschnee und die letzten Nebel lichten sich im Tal. Und strahlender Sonnenschein. Strahlender Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. Und weil wir dieses Wetter nicht alleine genießen wollen, nehmen wir euch heute mit auf eine Abfahrt im Skizirkus. Wir fahren heute die Nordabfahrt mit euch vom Schattberg. Da haben wir uns ja gleich die schwierigste für den Skitag, für den Start in den Skitag ausgesucht. Aber ich denke, das schaffen wir, oder? Ja, lass uns das mal probieren. Die Schattberg-Nordabfahrt gilt hier als eine der steilsten Skipisten im Skizirkus. 4 Kilometer lang ist sie, glaube ich. 4 Kilometer lang. Und das hier oben ist der Einstieg mit einem herrlichen Blick über das Glemmtal hinüber zu den Leoganger Steinbergen. Mit Blick natürlich auf den Skizirkus. Ein riesiges Skigebiet. Überall Pisten, soweit das Auge reicht. Riesiges Skigebiet, 270 Pistenkilometer gibt es immerhin im Skizirkus zu entdecken. Und eine davon, also 4 Pistenkilometer davon, fahren wir jetzt. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Schön machst du das. Ja, Marlene hat das Skifahren irgendwo mal gelernt. Das sieht man. Dankeschön. Aber das liegt ja nicht nur am skifahrerischen Können, sondern auch an dem Schnee, den wir heute haben. Ich weiß nicht, hier sieht man es noch leicht. Man sieht noch Riffel in der Piste. Aber das sind nicht so harte Riffel, wie man sie manchmal kennt, sondern sie lassen sich richtig butterweich fahren. Und die Kanten bekommen gut Kraft. Oh. Sonne blendet ein bisschen. Ja, aber so wollen wir das. Wir beschweren uns ja nicht. Und man muss ja auch sagen, die Sonne hat jetzt schon wieder richtig Kraft. Wir haben ja schließlich schon Anfang März. Und dafür sieht es doch hier doch richtig winterlich aus. Absolut. Absolut. Und für alle, die den Winter noch mal entdecken wollen, noch mal erleben wollen hier im Skizirkus, bietet es sich an, ab der kommenden Woche, ab dem 16. März noch mal den Skizirkus zu besuchen. Dann steigen hier nämlich die White Pearl Mountain Days. Wisst ihr, was die White Pearl Days sind? Ja. Ja, Felix weiß es. Die White Pearl Mountain Days sind hier ein tolles Festival, das über das gesamte Skigebiet steigt, in ganz vielen Hütten, also soweit das Auge reicht. Hier überall, wo ich jetzt drauf halte, da sind natürlich die ganzen Hütten und dort sind da verschiedene Künstler, Musikacts, Livebands. Und auch kulinarische Highlights. Es gibt auch jede Menge zu essen. Unter anderem ist auch der bekannte Koch Schubeck da. Aha. Also von dem her werden was kocht Ohren er so? Und Gaumen verwirrt. Das weiß ich nicht. Das muss man sich angucken, wenn es soweit ist. Okay. Ja, die White Pearl Mountain Days sind dann bis zum 1. April. Und da kann man den Frühling beim Skifahren so richtig genießen. Cool. Cool. Aber wir genießen den Skitag heute auf der Piste und nicht in der Hütte, weil wir werden jetzt die Nordabfahrt weiter mit euch fahren. Und wenn euch das Video gefällt, wenn ihr wollt, dass wir sowas öfter machen, dann lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Gerne. Weiter geht's auf der Schattberg-Nordabfahrt, eine der steilsten Pisten hier in Saalbach-Hinterklemm. Eigentlich sogar im gesamten Skizirkus. Der obere Teil ist noch recht flach, beziehungsweise ganz einfach und geschmeidig zu fahren. Aber gleich geht es steil hinab. Und während man hier die Piste hinunterfährt, hat man natürlich immer einen sensationellen Blick. Also es ist nicht nur herausfordernd, sondern gleichzeitig auch noch eine Panoramapiste mit tollem Blick über den Skizirkus, rüber da auf den Bernkogel. Auch eine sehr tolle Piste, vor allen Dingen eher für Einsteiger geeignet oder für Genussskifahrer, die einfach mal ein bisschen cruisen wollen. Der Bernkogel, also ein toller Skiberg, wenn man es mal ein bisschen ruhiger angehen will. Wir sind hier am Schattberg. Das ist die sportliche Herausforderung. Da geben wir Gas. Hier sind die Profis unterwegs. Beziehungsweise
die, die es gern sein wollen, wie wir vielleicht. Wer will gerne im Skigebiet? Ich sag dir, hier auf der Schattberg Norderfahrt sind die Profis unterwegs. Oder wir halt. Es ist ja auch schwarz markiert. Wir hatten oben die Wahl, ob wir über die rote Umfahrung nach links fahren oder die schwarze Abfahrt herunter. Aber wir haben uns gedacht, so zum Einstieg, zum Anfang des Skitages wählen wir die schwarze Abfahrt. Ja. Und stellen uns gleich der Herausforderung hier. Es gibt aber noch mehr Herausforderungen hier, ja, im Skizirkus. Es gibt noch mehr Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es die Skizirkus-Challenge. 72 Pistenkilometer lang führt sie einmal durch den Skizirkus durch. Mhm. Und man kommt an allen Skiorten vorbei. Damit kann man wirklich das Skigebiet kennenlernen. Ja, und ich glaube auch, dass dieser Teil der Abfahrt Teil der Skizirkus-Challenge ist. Das ist so, oder? Definitiv. Ja. Genau. Also wir können das eben noch mal zeigen. Es geht darüber nach Leogang, dann geht es weiter Richtung Saalbach, dann hinüber nach Hinterklemm und natürlich nach Fieberbrunn, dürfen wir nicht vergessen. Seit 1-2 Jahren gehört dieser Skigebietsteil ja selbstverständlich mit zum Skizirkus, verbunden über die neue Gondelbahn. Und ja, und es ist halt viel zu tun hier. Es gibt auch noch einige weitere neue Gondelbahnen. Zum Beispiel wird ja die Kohlmalzbahn erneuert. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die? Naja, es ist schon so ein bisschen nostalgisch angehaucht, diese Kohlmalzbahn mit ihren schönen roten Kabinen. Das wird so den ein oder anderen Liebhaber, naja, ein, zwei Tränchen vielleicht verdrücken lassen, dass diese Bahn erneuert wird. Aber dafür gibt es da eine neue, moderne Gondel, in der man, ja. Dann gibt's schneller nach oben kommen. Ganz genau. Ich finde es ein bisschen schade, die berühmte, kultige Kohlmeißbahn gibt es dann leider nicht mehr mit diesen vier Gondeln. Aber dafür ist es dann natürlich entspannter und komfortabler. Genau. Ja. Und vielleicht gibt es ja noch ein Highlight. Vielleicht gibt es ja bald die Verbindung zum Skigebiet Zell am See. Und dann wird der Skizirkus nämlich wieder zum größten Skigebiet Österreichs. wie viel Pistenkilometer gibt es dann? Ja, ich glaube, Schmittenhöhe hat 270 hier im Skizirkus Saalbach hinter dem Fieberbrunn und Schmittenhöhe so ungefähr 100. Also man kommt dann so auf ungefähr 370 Pistenkilometer, wenn die Verbindung dann zustande kommt in ein, zwei Jahren. Ich glaube, wir wissen, wo wir den nächsten Skiurlaub verbringen. Ja, und hier sieht man, wie die Profis hinunterfahren. Die machen das schon ordentlich. Die können das. Die können das. Marlene, kannst du das auch? Das sind Skilehrer. Ich filme mir mal einen. Da fällt sogar die Kamera aus. Mensch. Ja, die sind so schnell unterwegs, dass die Kamera gar nicht hinterherkommt. So, erstmal wieder ein Nachjustieren hier. Wahnsinn. Hui, es staubt auch. Genau. So, da sind wir wieder. So, jetzt haben wir uns das bei den Skilehrern angeguckt. Machen wir das auch, oder? Können wir auch. Na, sagen wir, wir probieren es. Wir tun so, als könnten wir es. Wir fahren einfach runter. Genau. Ja, jetzt kommt hier eines der steilsten Stücke. Machst du das? Nicht ganz so gut wie die Skilehrer und nicht ganz so schnell, aber dafür sicher. Und die Abfahrt ist ja auch steil, das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt haben wir hier natürlich nicht den besten Ausblick. Doch, wird schon. Doch. Ja, also man sieht da hinüber Richtung Spielberghaus. Aber ich würde sagen, wir fahren einfach noch ein Stück weiter, oder? Bis wir wieder ins Tal. Klar. Gleich kommt ja noch die Mittelstation. Ich glaube, dann wird es erst richtig steil. Genau. Glaube ich. Das gucken wir uns jetzt an. Ja. Also, kommt mit uns. Schönstes Wetter hier im Skizirkus Saalbach, Hinterklemm, Leogang, Fieberbrunn, strahlend blauer Himmel, soweit das Auge reicht. Na gut, ein paar kleine Wolken sind am Himmel, aber die stören uns gar nicht. Der schönste Skitag der Woche und Snow Plaza sendet live auf YouTube aus dem Skizirkus.
So, hier können wir es mal ein bisschen laufen lassen. Hier ist jetzt wieder schön. Richtig steil. Zumindest haben wir jetzt hier wieder einen Ausblick ins Tal und fahren jetzt zur Talstation des Schattberg-Expresses. Ja. Übrigens sieht man aus der Gondel raus auch sehr, sehr gut über das ganze Klepptal, oder? Ja, das sehen wir jetzt leider nicht, weil da sind Bäume davor. Ja, das stimmt. Aber ach doch, da, guck mal. Da hinten kann man ein bisschen durchgucken. Man kann durchgucken. Auch ein sehr schönes Bild. Haben wir hier da unten dafür einige Häuser. Und Saalbach, Hinterkläm, Leogang, Fieberbrunn. Das sind ja vier Skiorte, die auch für Ski-in, Ski-out bekannt sind. Aus jedem dieser Skiorte führen Gondeln in den Skizirkus. Und die kann man natürlich nicht nur über die Skizirkus-Challenge, die beliebte Skirunde, erreichen, sondern auch vom Hotel aus ganz einfach. Genau. So kommt man von überall leicht und unkompliziert auf die Piste. Okay, das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an, weil wenn wir ein bisschen weiter Richtung Tal runterfahren, dann haben wir gleich noch einen viel besseren Blick auf Saalbach. Genau, bist du bereit? Handschuhe wieder an, ja. Skibrille auf, ja. Und dann geht's los. So, wir sehen das, wir sind jetzt wieder im Tal und wir verabschieden uns jetzt von euch. Und zwar mit dem Hinweis, dass hier einfach noch super viel Schnee liegt, dass wir nächste Woche, Ende nächster Woche, die White Pearl Mountain Days, ein großes Musik- und Kulinarik-Festival beginnt. Der Eintritt dazu ist kostenlos und da lohnt es sich natürlich, vorbeizuschauen.
Ja, wir machen uns jetzt einen schönen Skitag und wir hoffen, ihr habt auch einen schönen Tag. Und ansonsten schaut euch andere Videos von uns auf Facebook an, hinterlasst uns ein Gefällt mir und bis dahin sehen wir uns auf der Piste.